Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich wollte das Video gerade starten. Einfach, es ist so kalt. Ich wollte das Video gerade starten, denn ich bin morgen auf einen Geburtstag in Frankfurt eingeladen. Und dementsprechend muss ich heute noch so ein, zwei Sachen besorgen. Ich bin auch in eine Boutique eingeladen worden. Und da gehen wir... Wow. Und da gehen wir heute zusammen hin. Ich werde allerdings jetzt erstmal ganz kurz mit euch zu DM fahren, weil ich würde gerne das Tiefenreinigungsshampoo holen, was ich die ganze Zeit holen wollte, wo ich aber irgendwie nicht zukam. Und eigentlich müsste ich nochmal zum Baumarkt, aber ich glaube, ich habe da nicht so Bock drauf. Deswegen werde ich jetzt nur schnell zu DM fahren, eine Geburtstagskarte holen, darf ich nicht vergessen. Und ich muss mein Tiefenreinigungsshampoo holen. Und was wollte ich noch holen? Ich weiß nicht, gucken wir gleich, zeige ich euch gleich. Aber danach machen wir uns auf den Weg nach Köln zu der Boutique. Und ich freue mich ganz doll, denn ich bin richtig gespannt, ob ich da was Schönes finden werde für morgen. Falls nicht, muss ich nämlich zu Hause noch ein Outfit raussuchen. Da mache ich mir auch keine Sorgen, weil ich habe natürlich was da. Aber wäre natürlich cool, euch da ein bisschen mitzunehmen und was Cooles zu finden. So Leute, ich war jetzt bei DM. Die hatten kein Tiefenreinigungsshampoo. Das ist ganz schade. Gut riechendes Waschmittel gekauft, beziehungsweise Spülmittel. Ja, ich hatte keine andere Wahl. Das ist das Einzige, was auch gut reinigt. Und deswegen habe ich jetzt einfach welches geholt, was gut riecht. Und da muss ich jetzt damit leben, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht Bock, nochmal irgendwo rumzufahren. Es ist heute so voll. Übrigens heißt die Boutique La Luna Boutique in Köln. Ich werde euch das mal hier rein verlinken, unten auch in die Videobeschreibung reinsetzen. Und ich bin richtig excited. So, ihr Mäuse, hier habe ich euch mal einen kleinen Eindruck in die Boutique gegeben. Es ist wirklich wunderschön dort. Das Personal ist auch super lieb. Und ich habe euch so ein bisschen mitgenommen, wie ich so ein paar Teile anprobiert habe. Mit dem Kleid wird auf jeden Fall noch was kommen. Also da erwartet euch noch ein krankes Outfit. Nicht in dem Video, aber im Januar habe ich damit ein krasses Shooting vor. Und ihr werdet es dann sehen. Es wird richtig schön. Ich hatte ein paar Kleider anprobiert, aber das erste ist irgendwie hängen geblieben. Und ich habe mich in dieses auch verliebt. So, ihr Mäuse, ich habe mich einfach für das erste Kleid entschieden, was ich anhatte. Ich hoffe gerade sehr, dass ich mein Auto wiederfinde, weil ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wo ich geparkt habe. Ich gehe jetzt einfach mal nach meinem Gefühl und Gott sei Dank habe ich meiner Mama meinen Standort geschickt. Eigentlich würde ich nach Hause fahren, aber ich überlege gerade, mir noch eine Kleinigkeit zu essen holen, weil ich bin ja nicht jeden Tag in der Innenstadt. Das ist das Einzige, was wirklich scheiße ist, dass ich nach, also woanders hingezogen bin, weil ich habe es geliebt in der Innenstadt. Du konntest so viel geiles Food bestellen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich einfach gleich, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich habe so viele kleine Arme probiert, ich liebe das, ja. Ich müsste nur mal gucken, ob meine Mama so eine durchsichtige schwarze Strumpfhose zu Hause hat. Also ich glaube, es wird richtig kalt für mich, weil ich es gar nicht gewohnt bin, so nichts an den Beinen zu haben. Aber vielleicht, ich überlege gerade, wo haben wir denn Rossmann bei uns? Weil Rossmann hat, glaube ich, diese gefütterten Strumpfhosen und ich hatte mir welche bestellt. Das Problem ist, die kommen halt jetzt nicht mehr an. Ne? Ich brauche auf jeden Fall eine gefütterte Strumpfhose, weil sonst wird es richtig kalt. So Leute, hier ist direkt ein Rossmann in der Nähe. Ich wusste nämlich, dass hier irgendwo in der Nähe einer ist. Und da laufe ich jetzt schnell hin. Ich habe nämlich noch, ich glaube, 7 Minuten oder 5 Minuten mein Parkticket. Ich hoffe, dass ich keinen Dings bekomme, weil ich jetzt 2 Minuten später wahrscheinlich erst zurück bin. Und ich hoffe, dass sie diese Strumpfhose haben, weil sonst wird es sehr kalt für mich. Wartet mal, wer sich jetzt gerade noch Logma holt. It's me. Ich habe richtig Bock auf Logma. Eigentlich könnte ich mir bei Subway auch noch was holen, aber irgendwie habe ich die letzten Male nicht so gerne Erfahrungen mit Subway gemacht. Das Brot war sehr trocken und sehr hart und das ist uncool. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass das Brot alt ist. Und seit dieser Burger King Doku reagiere ich sehr allergisch darauf, wenn Brot so hart und kalt ist. Nee, hart und fest. Ach, keine Ahnung, ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall habe ich seitdem eher so ein kleines Problemchen damit. Und ja, ich würde sagen, ich warte jetzt noch auf mein Logma. Die süße Maus bringt mir das raus. Ich warte beim Auto, weil ich immer nicht so schlau parke. Und ja, da mache ich mich auf jeden Fall auf den Weg nach Hause. Und ich freue mich dann, mein Logma zu essen. Ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen, ob ich heute noch drehen soll oder nicht. Ich glaube, ich kümmere mich heute erstmal um meine Haare, herauszufinden, was für eine Farbe ich morgen tragen will. Und muss das Outfit auch nochmal zum Last Check-In so gesehen anprobieren. Mit der Strumpfhose. Dann wollte ich gucken, was für Schuhe ich dazu anziehe. Eigentlich hätte ich richtig Bock, die Schuhe, die ich mir bei Bershka bestellt habe, anzuziehen. Aber die sind noch nicht da. Wollte ich die von H&M behalten. Aber so viele haben mir geschrieben, dass sie super unbequem sind. Und deswegen habe ich mir jetzt doch nochmal die von Bershka bestellt. Ja, aber die sind noch nicht da. Und ich fahre jetzt auch nicht in die Innenstadt irgendwie zu Bershka. Gar keinen Bock drauf. Weil ich hatte schon so viel Glück bei Rossmann, dass ich meine Strumpfhose nicht bekommen habe. So, ich bin jetzt back at home. Ich habe einfach das erste Mal in meinem Leben Logma warm gegessen im Auto. Ich hatte so Bock drauf. Und jetzt habe ich noch meine Früchte. Ich werde mich jetzt gleich ans Haarewaschen begeben
und da eine Probesträhne mit der Tönung machen, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich habe nämlich Bock auf so einen rötlichen, ginger-bräunlichen Ton. Das gestern gesehen und ich dachte mir so, ja Mann, so ein bisschen mehr Ginger noch als das und nicht ganz so dunkel. Mal gucken. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich müsste mir echt mal Extensions holen, die ich so einfärbe, weil letztes Mal ist ja schief gegangen, weil ich die Farbe zu lange drin gelassen habe. Aber noch Tressen da, wovon ich auch eine benutzen könnte. Ich muss nur mal gucken, wie ich das mache, ob ich die dann auf meine Länge schneide und die einfach nur benutze zur Verdichtung. So, ich werde jetzt erstmal in Ruhe aufessen und dann den Rest planen. Eigentlich wollte ich heute Videos drehen, aber ich glaube, ich mache das entweder morgen vorher oder übermorgen ganz entspannt, weil ich bin heute so in... Kennt ihr, ich bin so aufgeregt vor morgen, dass ich mir irgendwie selber innerlich so einen Stress mache, dass ich mir denke, so Vanessa, du musst mal ein bisschen chillen. Ich bin jetzt schon wieder, aber egal. Jetzt ist sowieso zu spät. Jetzt ist es zu spät. Leute, ich habe leider keinen Akku, deswegen kann ich euch jetzt nicht mitnehmen, wie ich meine Clip-In-Extensions einschneide. Aber ich werde die jetzt noch einschneiden und einfärben. Die sind wie immer von Luca her. Ich benutze die nahtlosen in diesem wunderschönen hellbraunen Ton. Denn ich glaube, wenn ich den einschöne, kommt das am nächsten hin. Und ich werde das Ganze mit so ein bisschen Wasser wischen. Genau, ich werde das Ganze mit so ein bisschen Wasser mischen. Und hoffe, dass ich dann gut damit hinkomme. Und ich hoffe, das wird gut. Aber es wird gut. Es wird gut. Ich war jetzt duschen. Ich habe mir noch eine Maske drauf gemacht. Wenn ich die gleich abgewaschen habe, also wenn die getrocknet ist, werde ich mir noch Selbstbräuner auftragen. Da muss ich noch Schmuck raussuchen. Ich habe mein Outfit schon rausgelegt. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Ich bin super, 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 super aufgeregt. Ich freue mich einfach übertrieben. Für mich ist das so eine richtige neue Erfahrung, um ehrlich zu sein, weil ich das gar nicht oft mache. Also... Ich zwinge mich in letzter Zeit wirklich oft aus meiner Comfortzone raus und mir fällt es wirklich schwer, aber ich merke, dass es mir richtig gut tut und ich glaube, das wird mir auch richtig gut tun und ich freue mich einfach übertrieben. Ich muss eigentlich noch ein Video schneiden, ich muss noch ihre Karte schreiben. Ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber ich werde jetzt erstmal kurz eine Pause einlegen. Selbstbräuner habe ich jetzt aufgetragen. Ich hoffe, dass es schön dunkel wird. Wenn nicht, muss ich morgen früher einfach noch mal ein bisschen nachtragen. Ich muss jetzt noch ein Video für morgen schneiden. Wir haben einfach schon 1.09 Uhr, Leute. Ich bin so müde. Aber Arbeit ist Arbeit. Da müssen wir jetzt durch. Ich muss noch ein Video für morgen schneiden, weil ich das morgen sonst nicht mehr schaffe. Theoretisch könnte ich im Auto schneiden. Das Problem ist, ich bin nicht gut mit Sachen im Auto machen, weil mir meistens übel wird. Deswegen einfach nur da sitzen und... der Fahrt zugucken. Am liebsten würde ich selber fahren. Ich bin so ein Mensch, ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. So, ich mag das gar nicht, Beifahrer zu sein. Aber ja, da muss ich jetzt durch. werde jetzt noch das Video schneiden und dann geht es für mich auch ins Bett, weil ich bin absolut müde. Good morning in the morning. So sieht die Realität aus. Ich bin gerade eben erst wach geworden. Ich werde jetzt erstmal Zähne putzen, mein Gesicht waschen, mein Schaum waschen. Mein Outfit zeige ich euch jetzt, welches ich rausgelegt habe. Ich wollte ja eigentlich das von der Boutique anziehen. Allerdings habe ich gestern so ein, wie sagt man das, so eine Outfit-Idee in meinen Kopf bekommen mit dem Kleid, dass ich doch noch auf die Schuhe warte, die ich schon bestellt hatte. Da werde ich euch dann mal mitnehmen und das Outfit will ich auch richtig schön shooten und so. Deswegen, das wird schon unnormal nice. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Outfit für heute. Und zwar weiß ich nicht, ob ihr euch noch erinnert an mein Geburtstagsoutfit. Ich hatte noch diesen beigen Blazer an und das ist der Blazer in schwarz in diesem Satin. Ich muss hier nur über diese Stelle nachher mal drüber bügeln, weil die ist durch meinen Schrank ein bisschen anders gefallen. Ich werde das aber mit meinem Glätteisen machen, weil es nur um diese eine Stelle geht. Dann passend dazu die satinierte Hose. Sehr, sehr schöner Fit. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich einen schönen BH halt drunter ziehe oder ob ich irgendwie einen Top oder so drunter ziehe. Das, ja... Ich muss auf jeden Fall was mitnehmen, weil ich ziehe das Outfit nicht jetzt an, sondern erst, wenn wir da sind. Passend dazu wären es diese Schuhe von H&M, diese Tasche von AliExpress. Und sollte ich nicht mehr laufen können, wechseln wir zu den Axt. Die muss ich aber noch ein bisschen einfusseln. Ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal mein Gesicht waschen, meinen Schwamm auswaschen. Und ich ziehe jetzt vorab mein chilliges Outfit an, weil mein chilliges Outfit ist ein, zwei Teile von Oceans Apart. Dafür bekommt ihr auch noch im Januar Werbung, aber das dauert noch ein bisschen, deswegen ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich habe zwei Teile zugeschickt bekommen und ich überlege, entweder den grauen oder den schwarzen anzuziehen. Ich tendiere aber eher zu schwarz, weil das so ein bisschen, ich weiß nicht, das passt heute zu meinem Mut. Oder ich überlege, grau anzuziehen, weil wenn ich grau jetzt anziehe, dann ist so ein bisschen, ich komme danach erst in meine Mut. Ich muss mich aber jetzt entscheiden, das ist scheiße, ich will mich nicht jetzt entscheiden. Okay, wir gucken. Auf jeden Fall ist das der Zweiteiler, den ich jetzt anziehe. Einmal mit diesem Hoodie und einmal mit der Hose. Denn das Erste, was ich jetzt mache, bevor ich mich schminke, sind meine Haare. Ich will die nämlich in Lockenwickler eindrehen und so lassen, bis wir da sind. Und da erst meine Haare öffnen, dann mein Outfit wechseln,
you know, und dann bin ich halt erst ready. Und ja, ich sollte jetzt mal anfangen, weil sonst wird es echt zu spät und ich muss auf jeden Fall Haarspray mitnehmen, um das hier zu bändigen. Das habe ich aber auch schon rausgelegt. Kennt ihr aber so, irgendwie habe ich ein bisschen Angst, was zu vergessen. Also bevor ich das jetzt mache, schreibe ich noch die Geburtstagskarte, bevor ich das vergesse, denn ich habe das gestern schon vorgeschrieben und schreibe das Ganze so gesehen in die Karte rein. Ich werde euch jetzt beim Make-up mitnehmen. Ich wollte eigentlich mit meinen Haaren anfangen, aber wir fangen mit dem Make-up an, damit ich nicht in meiner Bewegung irgendwie eingeschränkt bin. Deswegen würde ich sagen, ihr seht mich gerade schon, beziehungsweise ihr werdet ein separates Get Ready With Me dazu bekommen und ich freue mich einfach schon extrem. Okay Leute, Make-up sitzt. Wir kümmern uns jetzt um unsere Haare, beziehungsweise um meine Haare. Haare sind gemacht. Ich würde sagen, wir sehen das Endergebnis in Frankfurt. Ich muss jetzt noch den Rest einpacken und mich unnormal beeilen. So Leute, I'm ready to go. Ich gehe jetzt nach unten. Tante Erika ist schon da. Und ich muss meine Wimper gleich neu kleben. Ich schwöre, ich habe seit Monaten nicht einmal meine Wimper nicht so schlecht geklebt. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. So, wir sind jetzt an der Tankstelle, holen jetzt die Zwickel und dann fahren wir zu Mc's. Vielleicht gewinnen wir ja 1 Million. Das wäre super. Machen wir dann ein Drittel, ein Drittel. Ja, das wäre super. Jeder 333. Oh Leute, jetzt will ich doch Pommes. Kannst du mitessen? Ja. Ich habe doch zwei große, ne? Achso Leute, wir sind gerade bei Mc's. Ich muss auch ein bisschen vloggen, weil ich vergesse sonst. Ich sehe ein bisschen aus wie so Familie Flodders gerade, diese Haare hier vorne. Ich sehe meine Küche. Ja, danke schön. Cool. Also Leute, wir waren jetzt bei Mc's. Wir haben uns jetzt unser Frühstück geholt. Frühstück. Und dann fahren wir weiter. Beziehungsweise los. Parken. Halt hier doch einfach. Ich komme doch an dir vorbei. Nee, ich halte hier nicht. Ja Schatz, wenn du jetzt hier fährst, dann bist du wieder auf Richtung Autobahn. Deswegen habe ich gesagt, halt. Okay, ich esse mein Eis. Leute, wir sind in Frankie Town, haben gerade Kaugummi in den Mund reingemacht und jetzt fühle ich mich so richtig wie diese Frankfurter Girls. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. So richtig so. Ja, so mit deinem Walla und deine Ahnung. Ja. Frankfurterle. Süß. Okay, Leute, aber hier ist voll schön. Hier könnte man echt eigentlich voll gut Bilder machen. Oh, Leute, ich weiß. Schönes Spot hier. Hier irgendwie rechts. Oh, ich bin nach Frankfurt ziehen. Hey, musst du nicht links über die Brücke? Ja, aber geht ja nicht. Hier kann ich nicht dabei. Achso. Boah, hier wäre. Boah, Schatz, hier wäre Max, um Bilder zu machen. Oh, ich versuche jetzt hier. Hübsch. Baustelle in 300 Meter. Aber da kann man ja auch nicht in den reinfahren. Oh, geil. Ich will Bilder machen jetzt. Boah, hier ist echt schön, Leute. Also zum Bilder machen. Boah, da hinten die Säuse. So, lass mal einmal im Monat nach Frankfurt fahren, nur um Bilder zu machen. Geil. Hier ist schön. Süß, man sieht dich. Nicht, nein, dich gerade nicht. Doch jetzt. Das, ich höre, das sieht im ganzen Video so aus, als fahren wir so zu zweit. Süß. Ja. So Leute, wir hatten gerade so ein kleines haariges Problem bei mir und meine Wimper. Ich weiß nicht, ob ich diese nochmal kleben soll. Ich weiß nicht. Ich muss noch meine Schmuck, Ohrringe, aber Haare sitzen. Bisschen. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass hier so viele Leute rumfahren. Und ich habe ein bisschen Volumen. Bisschen. Aber die Frage ist, wie lange hält es? 10 Minuten oder 5? Okay, gut. So Leute, wir sind jetzt da. Wir haben geparkt. Ich muss langsam pipi, weil wir haben einiges getrunken. Ich muss auch. Wir sehen einfach aus wie Geschwister. Ich finde das ist voll süß. Ich friere mir maximal den Arsch ab. Leute, hier liegt einfach Schnee. Warte. Hier liegt einfach Schnee. Hier ist einfach Schnee. Übrigens, ich friere meine Haare. Das ist ja schon mal ein positiver Punkt. Mir ist ein bisschen kalt. Aber hier ist einfach Schnee. Ich komme einfach nicht drauf klar, dass hier einfach geschneit hat. Ich kriege aber gerade tatsächlich mit der Kälte irgendwie. Findest du? Ich finde gar nicht. Es geht. Oh, du hast einfach nackte Beine. Also so ein kurzes Kleid, keine Strumpfhose, gar nichts. Ich würde erfrieren. Ich bin gerade sehr froh, dass ich mich dann doch für diese Variante entschieden habe. Weil ich glaube, mit Kleid und nur mit Strumpfhose, ich habe ja gestern schon gesagt, ich bin maximale Frostbeule, wäre ich am Arsch. Aber wir machen gleich hoffentlich gute Videos und Bilder und so, weil gutes Licht, wir brauchen. Leute, wir sind da, da ist es. Ich traue mich nicht weiter zu laufen. Ich habe ein bisschen Angst wegen des. Ist hier was rutschig? Nein. Okay. Es sieht voll süß aus. Wollen wir vielleicht drinnen unsere Schuhe umziehen? Ja. Okay. So Leute, wir gehen jetzt mal rein. Ist voll schön hier, voll süß. Das ist euch an meiner Seite, das ist wirklich sehr emotional für mich.
So Leute, ich muss auch hier noch mein dickes Dank an Zara sagen. Sie hat so eine tolle Feier geplant und sie sah so wundervoll aus. Und Leute, glaubt mir, sie ist nicht nur von außen eine unfassbar wunderschöne Frau, sondern auch von innen. Und sie ist, finde ich persönlich, sogar noch tausendmal toller in live als so vom Schreiben her oder wenn man sie auf Instagram sieht. Also, falls ihr ihr noch nicht folgt, folgt ihr auf jeden Fall. Sie ist einfach... Sie ist mein Girl. Ich liebe sie. Sie hat wirklich einen tollen Geburtstag gemacht und dieses Boot, wo wir drauf waren, war auch wunderschön. Also hier habt ihr ein paar Einblicke gesehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, erstmal, wir sind auf dem Rückweg. Ich hab fast keine Stimme mehr, weil Musik war laut. Ich muss ein bisschen schreien. Wir sitzen gerade im Auto. Erika ist Tanzlehrerin. Ja. Tanzlehrerin. Schickt dir eine Nachricht. Erika macht eine Sprachnachricht. Ich habe so einen Wurf, ich will sowas sagen. Die gibt mir so das Handy. Und du siehst ja bei WhatsApp, wenn du redest, eigentlich diese Dinger, ne? Ja, ja. Und ich habe da schon geguckt und ich dachte so, hä? Ich so zu Erika, ich so, das hat safe nicht aufgenommen. Die so, doch, 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 hat aufgenommen. Die macht so Sprachnachrichten an. Am Anfang hat sie ja geredet, hat aufgenommen. Sie macht so Stopp. Und die Tanzlehrerin schreibt so, ich höre keinen. Also, sie hört Erika, aber mich nicht. Ich so, hä? Wir machen nochmal? Ich sag so, ich schwöre, der nimmt mich schon wieder nicht auf. Erika so, laber nicht, nein. Ich so, doch, die spielt die Sprachnachricht ab, Leute. Ich schwöre, warte, die spielt die Sprachnachricht ab. Erikas Stimme ist da und ich schwöre euch, meine ist nicht da. Hört mal. Digga, das ist doch krank. Ich habe dazwischen gesprochen. Ich habe keine Erfahrung gemacht, aber ich sitze gerade mit Vanessa im Auto, die sagt mir jetzt was dazu. Ich bin einfach nicht vorhanden. Doch, man hört das. Doch, doch. Rede. Doch, doch. Rede. Aber ich bin mit dem Auto verbunden, deswegen ein bisschen schwierig. Ich kann nicht mehr. Doch, rede. Ich einfach so Selbstgespräche führen. Ich sag's zu Erika, ich so, rede ich auf einer anderen Sequenz? Warum nimmt dein Handy mich nicht auf? Ich weiß nicht, ja, das ist echt gruselig. Ey, das ist so cringe, Leute. Ich habe sowas noch nie erlebt. Vielleicht bin ich wirklich Alien. Vielleicht komme ich so von ganz anderen Sternen. Cringe. Also bitte versucht mal, wenn ihr im Auto seid, in euer Handy zu reden und gebt mal das Handy jemand anderem. Vielleicht liegt das auch daran, dass dein Handy nur dich erkennt. Aber macht ja gar keinen Sinn. Das wäre richtig. Einfach cringe. So Leute, wir haben jetzt noch 1,5 Stunden Fahrt. Die kleine süße Maus muss danach noch 1 Stunde fahren. Es tut mir leid. Alles gut. Ja. Auf jeden Fall, ich melde mich, wenn ich zu Hause bin. Die Mäuse. I'm back at home. Mein Lippenstift. Beziehungsweise hat sich komplett verabschiedet. Es ist mir aber gerade so egal. Ist mir auch egal, ob ich die letzten Stunden so rumlief. I don't know. I don't care. Was für I don't know. I don't care. Bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Meine Mäuse haben mich krass vermisst. Aber den ganzen Tag waren die bei Oma. Also bei meiner Mama. Und das haben die schon genossen. Es war ein unfassbar schöner Abend. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Abend so schön wird. Man braucht immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit, finde ich. Für mich ist es voll ungewohnt, sowas zu machen. Und ich muss euch auch ehrlich gestehen, für mich war das richtig, so aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich war so dankbar, dass ich Erika mitnehmen konnte, weil ich wusste ja nicht, wer da sein wird. Ich wusste, dass ich Zara kenne und ich liebe sie auch. Sie ist so eine zuckersüße Maus. Allerdings, ich wusste ja nicht, wer noch da ist. Und wenn sie das Geburtstagskind ist und alle einlädt, ist es doch logisch, dass sie nicht die ganze Zeit hat für mich. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen war für mich so, als sie gesagt hat, wir dürfen eine Begleitperson mitnehmen, dachte ich mir so, boah, Jackpot, ich nehme Erika direkt mit. Und es war wirklich ein toller Abend. Also es war wirklich ein toller Abend. Der war super schön geplant. Es war super schön dort. Und es hat echt Spaß gemacht. Also ich hoffe, ich konnte euch so mit so einem kleinen Einblick geben. Es war wirklich richtig schön. Und auch vorhin die Unterhaltung nochmal mit der süßen Maus. War einfach toll. Also was soll ich euch sagen, Leute? Es war ein wirklich sehr, sehr schöner Geburtstag. Es hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, alle auf der Party hatten wirklich Spaß. Und ja, es war ein sehr schöner Abend. Und ich habe gestern und heute gemerkt, dass ich einfach älter geworden bin. Klingt ein bisschen komisch. Ich habe da eben mit Erika auch nochmal drüber geredet. Leute, sorry, meine Stimme ist gerade ein bisschen lost. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich älter geworden bin. Ich stehe langsam zu dem, was ich denke. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt für viele, aber ich habe oftmals Gedanken in meinem Kopf gehabt, so...
Random Beispiel. Du gehst irgendwo einkaufen, wo du die Verkäuferin wegen irgendwas fragen musst. Und bei mir war es bis jetzt so, dass ich die Verkäuferin immer nur einmal etwas gefragt habe. Und egal wie wichtig mir irgendwas anderes war oder egal was mir danach noch in den Kopf gegangen ist oder gekommen ist, ich dachte mir immer so, nein, du kannst sie jetzt nicht nochmal fragen, voll unangenehm. Und ich habe mich immer so geschämt, sowas zu fragen. Und ich merke langsam, dass ich, also ich, Leute, ich will nicht damit sagen, dass es für mich einfach ist. Für mich ist es wirklich sehr schwer, auf Menschen zuzugehen. Und ich weiß, dass viele das wahrscheinlich gar nicht denken, wenn die mich angucken. Denken die so, boah, ja krass, die hat bestimmt super Selbstbewusstsein. Ich habe auch Selbstbewusstsein, ja, bis zu einem gewissen Maß. Und bei mir hat sehr, sehr viel Corona kaputt gemacht. Kann ich so sagen, wie es ist. Dadurch bin ich sehr vom sehr extrovertierten Mädchen zu einer sehr introvertierten Frau geworden, wenn man das so sagen kann. Und ich versuche gerade wieder diese extrovertierte Frau zu werden. Weil davor war so, ich war jung. Ne? Also ich war jung, ich war ein bisschen dumm, wenn man das so sagen kann. Aber jetzt ist halt so, ich bin eine Frau und ich muss auch das ausdrücken können, was ich wirklich will. Und daran arbeite ich momentan. Ich arbeite wirklich extrem an mir selbst momentan. Mir ist es so wichtig, weiterzukommen im Leben und das zu erreichen, was ich erreichen will, ohne mir davon irgendjemandem reinreden zu lassen. Und was ich euch mit dem Beispiel sagen möchte, ist, wenn ihr irgendwas wollt in eurem Leben, egal was es ist, geht jetzt nicht unbedingt darum, dass ihr irgendwo shoppen seid und ihr müsst jemanden nochmal fragen, sondern wenn euch irgendwas, wie sagt man so schön, auf der Zunge liegt, was ihr sagen möchtet, was ihr ansprechen möchtet, tut es. Mir fällt das so leicht bei fremden Menschen, zum Beispiel, wenn ich damals Shisha rauchen war oder heutzutage immer noch, kommt allerdings so einmal alle 3 Monate vor, wenn hübsche Mädchen zum Beispiel auf der Toilette sind, die einem entgegenkommen oder da stehen, während du Hände wäschst, machen mindestens immer einer Person an dem Abend ein Kompliment. Einfach, um der Person eine Freude zu machen. Das ist dann ein ehrliches, von Herzen gemeintes Kompliment, aber ich versuche immer so einmal am Abend, wie so eine Checkliste, die ich abarbeite, so jemandem ein Kompliment zu machen. Weil mir das einfach wichtig ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich schleimen will oder so. Mir ist es wirklich wichtig und ich weiß nicht, ich muss wirklich so nicht nur diese Sachen für wichtig empfinden, sondern auch die Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Und ich hatte heute ein Gespräch, was für mich sehr wichtig war und ich habe eine Person zum Beispiel angesprochen, ich kannte die gar nicht, ich wusste gar nicht, wer das war und die sagt so, schau's, Leute, ich weiß immer noch nicht, wer es war. Es ist mir auch egal, aber ich muss dir einfach sagen, dass sie richtig gut aussieht. Und das sind einfach so Sachen, mir fällt das so schwer, auf Menschen zuzugehen und das einzufordern, was ich gerade auf dem Herzen liegen habe. Egal, ob es jetzt eine Frage ist wegen, ich weiß nicht, woher ist dein Oberteil? Egal, ob es ist, dass ich diese Person kenne und einfach ansprechen möchte. Und ich möchte auch euch allgemein auch auf diesem Wege mitteilen, dass wenn ihr mich seht, Leute, ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Ich freue mich über jede einzelne Maus von euch da draußen, die mich draußen anspricht. Ich freue mich so krass. Heute auch wieder eine Zuschauerin. Die war sogar Zaras Zuschauerin. Das war so süß. Zara hat ja auch auf ihren Geburtstag ihre Zuschauerinnen eingeladen, beziehungsweise denen die Chance gegeben, dass sie zu ihrem Geburtstag kommen können. Und sie hat dann daraus welche ausgesucht. Und da war auch eine Zuschauerin, die auch meine Zuschauerin war. Und für mich war das so ein schönes Kompliment. Ich habe mich so krass darüber gefreut. Also, falls du süße Maus das hier gerade siehst, fühl dich einfach gedrückt und geküsst. Ich bin in solchen Momenten meistens so schüchtern. Ich weiß dann immer so nicht, was ich sagen soll, aber nehmt das wirklich nicht auf, dass ich irgendwie das unangenehm empfinde oder so. Ich freue mich so krass, Leute, innerlich. Ich mache einfach ein Salto. Ich muss nur einfach mal für mich selber herausfinden und lernen, wie ich dann damit in solchen Situationen umgehe, weil zum Beispiel Zara ist so eine herzliche Person, die kann das so richtig nach außen ausstrahlen und ich bin von meinem Inneren her genauso und ich feiere das, wenn Menschen so sind, weil ich dann so ein bisschen aufgehe. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine, aber mir fällt es wirklich schwer, Leute. Also ich könnte jetzt auch anfangen zu heulen, weil mir fällt es wirklich schwer. Ich sage das nicht einfach nur so, für mich ist es wirklich schwer und zum Beispiel Erika ist auch so, der fällt es auch schwer. Aber ich glaube, ich habe noch so ein bisschen mehr Probleme, was das angeht. Und bei mir ist es wirklich extrem geworden. Und ich versuche mich gerade wirklich da so ein bisschen rauszukämpfen. Auch wenn es mir schwer fällt und auch wenn manche Situationen vielleicht nicht so geil sind, weil es immer dann so Situationen geben kann, wo du zum Beispiel über deinen Schatten springst, dich traust und dein Gegenüber dann in dem Moment nicht so reagiert, wie du es erwartest oder erhoffst. Es ist immer schwierig, aber ich möchte euch hiermit wirklich übermitteln. Try. Mir hat ein
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgegriffen habe. Ich bin mich momentan sehr, sehr viel mit Manifestieren, allgemeiner Selbstliebe, Weiterentwicklung, Affirmationen. Ich bin mit diesem ganzen Zeug bin ich mich am Beschäftigen. Und der Satz, der mir viel geholfen hat, den ich mir auch immer versuche wieder zu sagen, ist: Was ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, was in dem Moment passieren kann? Oder was ist das Allerschlimmste, was die Person in dem Moment antworten kann? Und wenn ihr euch wirklich vor Augen führt, was das Schlimmste sein kann, wenn ihr eine Verkäuferin zum Beispiel fragt, hey, könnten Sie mir bitte da und da weiterhelfen? Ich würde das gerne in meiner Größe finden. Keine Ahnung, könnten Sie hinten im Lager nachschauen? Und die sagt nein. Was soll Schlimmeres passieren? Es kann nichts Schlimmeres passieren. Die Frau weiß abends, wenn sie schlafen geht, nicht mal mehr, dass ihr das überhaupt gefragt habt. Und seitdem ich mir das sage, klar gibt es auch in anderen Situationen, wo schlimmere Sachen passieren können, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mehr als eine Antwort zu bekommen und diese Antwort fällt negativ aus, kann nicht passieren. Und zum Beispiel das Mädchen, was ich heute angesprochen habe, beziehungsweise diese Frau, die es so hübsch fand, die hat so süß reagiert. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wie sie heißt. Ich wollte ihr einfach nur dieses Kompliment geben und das tut manchmal gut. Und das tut auch sehr, sehr Frauen gut, die vielleicht auch gut aussehen. So blöd das gerade auch klingen mag, ich finde, dass jede Frau auf diesem ganzen Planeten gut aussieht. Das Problem ist nur, dass manche Menschen da draußen denken, dass wenn zum Beispiel dein Gegenüber gerade gut aussieht, dass die Person tausendmal am Tag zu hören bekommt, dass sie hübsch ist. Muss nicht unbedingt der Fall sein. Und das ist, was ich euch mit auf den Weg geben will. Wir sehen immer diese äußeren Fassade, diese äußere Fassade, dieses äußere Aussehen, Erscheinungsbild, wie auch immer, von einem Menschen und wir denken uns immer so, ach, die Person ist bestimmt so und so. Ach, die Person reagiert bestimmt so und so. Leute, traut euch dann in dem Moment etwas zu sagen und glaubt mir, ihr werdet überrascht sein, wie dann die Person reagiert, die ihr anspricht, der ihr ein Kompliment macht, weil es kommt immer anders, als man denkt. Und ich will mich einfach davon freisprechen, nicht in diesem Schubladendenken. Ich habe kein Schubladendenken, aber ich habe ein Schubladendenken auf eine andere Art und Weise für mich, wo ich immer denke, ach, die wird sowieso das und das sagen. Ach, es wird sowieso das und das passieren. Ich will mich freimachen davon, mir ein Gespräch vorher in meinem Kopf durchzugehen, ohne zu wissen, was eigentlich passiert. So, Vanessa, nimm deine Beine in die Hand, geh dahin und mach einfach das, was du im Kopf hast. Und ich bin heute wirklich 3 oder 4 Mal krass über meinen Schatten gesprungen. Und mir fiel das so schwer. Und als ich es gemacht habe, dachte ich mir so, das war doch gar nicht so schwer. Aber erstmal dahin zu kommen, das einfach, oh, ich habe manchmal so wirklich mit mir so 5 bis 10 Minuten pro Aktion, die ich da gebracht habe, in mir gerungen, dass ich mir so dachte, soll ich das jetzt echt machen? Vielleicht denkt ihr, ich bin komisch. Vielleicht denkt ihr, ich habe einen kompletten Schaden. Vielleicht denkt ihr, ich mache das nur wegen Followern oder keine Ahnung. Du hast die verschiedensten Gedanken im Kopf, gerade wenn es so um Reichweite und so weiter geht. Dass man sich so denkt, zum Beispiel, ja, die spricht mich jetzt sowieso nur an, weil ich Reichweite habe. Solche Gedanken gehen in meinem Kopf und diese Person denkt wahrscheinlich eigentlich so, wie ich eigentlich vielleicht denke in meinem privaten Leben, wo ich mir so denke, so, was interessiert mich? Meine Reichweite. Wisst ihr, was ich meine? So, klar, das ist wichtig. Klar, ich verdiene mein Geld damit. Aber wenn mich jemand anspricht, ich bin ein Mensch. Ich gehe genauso auf Toilette wie ihr. Ich esse genauso Essen wie ihr, wisst ihr? Und das ist das. Ich sehe mich halt selber als ganz normalen Menschen, wie jeder andere da draußen auch. Und ich stelle manchmal zum Beispiel Instagramer, YouTuber und so weiter auf ein Podest, wo die sich selber gar nicht sehen. Und ich glaube, das ist einfach das Problem von Social Media, dass viele Sachen das kaputt machen, dass man denkt so, ey, die Person sieht sich ganz woanders, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Nur weil jemand zum Beispiel gut aussieht, ich finde das immer so schwierig zu sagen, weil wie gesagt, ich finde, jeder Mensch sieht auf seine eigene Art und Weise gut aus und ich glaube echt, dass Social Media wirklich, das ist so Fluch und Segen zugleich. Ernst, Leute. Ich meine das wirklich ernst gerade. Es ist gerade so ein bisschen in Deep Talk abgeschwankt. Es tut mir auch voll leid, dass ich momentan so richtig diepe Sachen hier bespreche mit euch, auch bei dem Video mit Erik Haber. Ich habe momentan Bock auf dieses Deepere. Ich kann immer nur dieses an der Oberfläche kratzen. Das nervt mich. Ich will mit euch auch Deep Talks führen. Auch wenn es über die Kamera ist und auch wenn es total bescheuert manchmal ist. Aber ihr seid einfach meine Therapiestunde gerade, okay? Mir tut das gerade gut und ich brauche das gerade. Ich habe es gerade gebraucht. Ich bin jetzt fertig. Ja,
Auch wenn ihr mich jetzt hier 12 Minuten lang mit diesem katastrophalen Lipliner... Darum geht's nicht. Es ging gerade um andere Werte. Ja. Es war... Ich heul gleich. Kein Mensch versteht, warum ich momentan diese Phase habe. Und nein, ich bin nicht schwanger. Ich schwöre, kein Mensch versteht gerade, warum ich angefangen habe zu weinen. Das klingt total bescheuert, aber ich glaube einfach, wenn man anfängt, sowas auch mal auszusprechen, dass einen das auch nochmal weiterbringt, auch mental. Einfach von einem Geburtstagsvlog zu einem Mental Breakdown oder keine Ahnung, was es hier gerade ist. Ich weiß nicht, ich glaube, man sollte einfach echt öfter mal aussprechen, dass man auch stolz auf sich ist, dass man an sich arbeitet und dass man vielleicht auch mal diese Zielpunkte erreicht, an denen man gerade arbeitet. Und ich merke das einfach, dass ich mich immer mehr öffne und mich momentan echt gut weiterentwickle. Ja. Ich will jetzt nicht weiterholen. Ich wollte das Video einfach nur positiv beenden. Mir tut es gerade voll leid, dass ich gerade angefangen habe zu weinen, aber das kam gerade irgendwie so... Das kam gerade aus dem Nichts. Ich kann das selber nicht so ganz erklären. Ich kann mir das nur gerade damit erklären, dass einfach diese Last so langsam von meinen Schultern fällt, dass ich einfach angefangen habe, an mir selber zu arbeiten und so auch diese Fortschritte für mich selber sehe. Und ich bin zum Beispiel Sarah auch unnormal dankbar dafür, dass sie mich eingeladen hat. Es war so ein schöner Tag und für mich auch nochmal wie so ein Arbeitstag, wenn man das so sagen kann. So arbeiten an dir selber, dass du einfach aus dieser Komfortzone rausgehst, dass du einfach dich überwindest und ich weiß, Personen ansprichst, Personen Sachen fragst, so. Das hat richtig gut. Ja. Ich möchte diesen Vlog jetzt auch positiv beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Es hat wirklich unnormal viel Spaß gemacht. Es war ein unfassbar toller Tag und ich hoffe, dass ich euch mit meinem Deep Talk jetzt die letzte halbe Stunde gefühlt ein bisschen, ja, auch zum Nachdenken anregen konnte. Und mich interessiert wirklich, ob euch das interessiert, boah, ich habe den ganzen Tag über Haare hängen. Mich interessiert wirklich, ob euch das interessiert, ob ihr das mögt, dass ich so ein bisschen deeper gehe und nicht immer nur an der Oberfläche kratze, weil ich habe mich wirklich eine ganze Weile jetzt so ein bisschen, ich habe nicht so privat und persönlich geredet wie eben sehr, sehr lange nicht mehr und ich merke einfach, wie ihr gerade gesehen habt, dass mir das, glaube ich, ganz gut tut, euch auch bei diesem Prozess mitzunehmen, weil es ist ein Prozess, ist nicht von heute auf morgen. Ja. Ich hoffe, dass dieser Vlog euch gefallen hat. Ich habe euch ganz doll lieb, fühlt euch ganz doll gedrückt. Und ja, bevor ich jetzt weiter weine, wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Morgen Mittag, wann auch immer ihr das guckt. Oder Abend. Und ja, ich habe euch ganz doll lieb.